Ja, oder nicht? Geil, ne? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß dieser Bagger da ist. Jo, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt in Borschemich gelandet. Das ist in der Nähe von Immerath und die Siedlung hier ist auch komplett verlassen. Mit dabei ist die Dame, die mir letztes Mal netterweise einen Sucuk-Toast gegeben hat. Der Sascha ist mit am Start und die anderen sind schon vorgelaufen in diesen dunklen Gang. Mach mal Licht an. Jetzt soll nicht das Licht geht noch. Nein. Nein. War einer schon oben? Nein. Das ist auch eine heiße Treppe hier wieder, ne? Boah, die Zimmer sind aber klein, aber die sind süß irgendwie. Also zum Hintergrund der Location hier, wir sind jetzt, wo sind wir? In Borschemich, ne? Und in Borschemich ist ein riesen Braunkohlebergbau und die Leute mussten von heute auf morgen die Häuser verlassen und jetzt werden die abgerissen und dann wird hier Braunkohle abgebaut. Das ist ziemlich traurig. Da gab es einen riesen Aufstand, aber hat trotzdem nichts gebracht, ne? Das ist nicht gut. Schwarzer Schimmel, habe ich mir sagen lassen, ist nicht so gut. Anscheinend, oder? Geil, guck mal, den Spülkasten um die Ecke. Hab ich auch noch nie gesehen. Naja, hab ich noch nie gesehen. Geht das Wasser noch? Boah, bitte nicht, Leute. Hier liegt keiner mehr rein. Das ist krass, ne? Das ist krass. Ein Dachboden. Boah, ich glaub das nicht da oben. Ja, hab ich gesehen schon hier. Die Ketten und. Ne, ein Sattel. Da ist ein Sattel, ein Pferdesattel. Ja, ja, hier ist das. Wie heißt das? Harnisch? Ne, Geschirr heißt das, ne? Für den Gaul. Hier oben ist der Sattel. Da ist. Guck mal, ist das nicht so ein Zugding da für um Hals hängen und gib ihn? Da hinten ist noch ein Fenster. Da. Ist das der Stall oder was? Jo. Ist kalt irgendwie. Boah, wenn das Ding hier nass ist, dann machst du hier den Sittich deines Lebens. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kalt das gerade ist. Ihr könnt mich jetzt wahrscheinlich besser sehen, weil hier noch ein paar Straßenlaternen funktionieren. Es ist wirklich ein ganzes Dorf hier verlassen. Alles ist hier verlassen. Was ist da? Ach, warte. War hier echt eine Kfz-Werkstatt früher mal? Warum liegen da welche? Hinten links. Ja. XC. Geil, 48,67. Okay, das dürfen wir leider aus rechtlichen Gründen jetzt nicht zeigen, glaube ich. Boah, finde ich da traurig, ne? Das sind alles Erinnerungen. Crispy! Ist zwar schon total viel weg, guck mal, hier sind nur noch Mauern von Häusern, die hier irgendwann mal standen. Ja, jetzt wird das hier ein bisschen tricky, ne, der Boden. Wir müssen bis zu dem Monsterbagger da kommen. Das Ding sieht klein aus, pass mal auf, wenn du gleich an der Kante stehst. Oh Mann, jetzt guck mal, wie viele Hügel da noch kommen. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Ich hab keinen Bock mehr, aber wir sind fast da. Jetzt geh rechts, nicht hier durch die Pampe, ey. So, jetzt kannst du das Ding in live sehen gleich. Ich mach mal langsam die Kopflampe aus. Die haben wir uns sowieso schon gesehen. Wir sind jetzt gefühlte 3 Kilometer gelaufen. War 3 Kilometer und jetzt steht hier dieser Riesenbagger. Und jetzt stellt ihr euch mal an die Kante. Du gehst da zu dem Bagger runter, ja, dann geh mal. Nee, danke. Ich habe keine Ahnung, meine Freunde, ob ihr in dem Video sehen könnt, wie tief dieses Loch geht. Aber wenn ich mich jetzt schon hier an der Kante hinstelle, könnt ihr sehen, dass das hier ultra weit runter geht. Guck mal, da hinten fährt ein Sicherheitsdienst, da ganz hinten. Siehst du? Spring doch mal hier runter, einer. Komm, irgendeiner ist doch mutig. Spring doch mal in eine Schaufel, du kannst da oben wieder rausspringen. Ich bin jetzt mal ganz nah dran, ich glaube, das ist gar nicht erlaubt, dass ich hier stehe. Aber diese Riesenschaufel baggert jetzt alles weg, auch da, wo der David steht, wo ich hier stehe. Und dann geht es da in die Richtung direkt zu der Siedlung. Also dahinter ist ja die Siedlung, die wurde jetzt extra abgerissen, damit dieser Bagger hier Braunkohle abbauen kann. Das heißt, in diesem Sandhaufen ist irgendwo Braunkohle versteckt und der Bagger arbeitet sich jetzt vor bis zur Siedlung. Zu mehreren Siedlungen. Damit ihr jetzt mal seht, wie groß dieser Bagger ist, ich leuchte das Püppchen da unten mal an. Guck mal, seht ihr den? Seht ihr den, wie klein er ist? Guckt euch das an. Das gibt's doch nicht, oder? Aber ich würde sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen schneller hier weggehen. Der andere Teil von Immerath kommt demnächst auf meinem Kanal. Ich denke mal so in 2 Tagen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Also, ciao.